Genau, mach mal dein Dach fertig und leg dich schlafen, du Nase. Herb, ich muss doch an dem Brett muss ich doch das zuweisen. Dem Spieler zuweisen. Hier, bitteschön, zack, fertig, jetzt habe ich mein Haus. Ja, oder so, mir doch egal. Hauptsache, du hast es jetzt gemacht. Hab ich. Ja, weil dann kannst du schon immer irgendwo anders aufwachen, in fremden Betten. So, baust du jetzt eine Küche? Ja, kann ich machen. Das wäre super, weil ich, wie gesagt, ich laufe jetzt da in dieses andere Dorf, zu diesem anderen Dörfchen, alleine wegen der Quest schon. Und zum anderen natürlich, um am Lagerfeuer zu gucken, was da noch für Leute sind. Ja, ist okay. Und weißt du, was Dann blöd kümmere ist? ich mich um die Küche. Weißt du, was blöd ist? Dass ich jetzt das ganze Holz einstecken habe, oder hast du auch noch ein Holz Ich habe noch einstecken? über 300 Stück Ach einstecken. so, gut. Ich habe jetzt gedacht, ich renne hier mit 120 Holz durch die Gegend. In welche Richtung wollen wir denn expandieren mit dem Dorf? Oder wo soll denn die Kochhütte hin? Also da, wo du jetzt stehst, Ja. da wollten wir ja eigentlich das große Lager machen. Und genau gegenüber, ich weiß jetzt nicht, wie der Platz ausschaut, aber genau gegenüber, ey, die Leute gehen halt weg, ne? Weil die in eine Kneipe gehen, glaube ich, oder gehen die Holz fällen. Ach so, die gehen Holz fällen. Genau gegenüber, wo du jetzt halt hinschaust, genau ja, da, wo jetzt halt dieses Ding ist, da hast du jetzt die Küche platziert, oder was hast du Ja. da platziert? Okay. Das ist gut. Und eigentlich wäre doch daneben deinem Haus idealer Platz trotzdem für die Dorfmitte. Ja. Ja, So, nimm. Küche ist fertig. Dann mache Okay. ich da jetzt noch ein kleines Häuschen daneben. So, und dieses Lager, wo du gemeint hast, das ist die Feuerstelle, wo die rumhocken. Ja. Dann schauen wir mal, was die so labern. Lubodrok, was für ein schöner How are you? Name. Hallo, Servusle, wie geht's dir? 29. Es ist schön, dich kennenzulernen. Bist du auch auf Wanderschaft? Ich habe diesen schönen Ort erst kürzlich entdeckt und entschieden, hier zu bleiben. Okay, woran bist du besonders begabt? Es macht mir nichts aus, dass meine Hände schmutzig werden und mir der Schweiß über den Rücken läuft. Feldarbeit ist eine vielschichtige und herausfordernde Arbeit, aber am Ende werden wir reich belohnt. Hast du Schwierigkeiten? Ich kann mich einfach nicht dazu bringen, mehr Herz in meine Arbeit zu legen. Es ist nur alltägliche Routine, euer faule Sau. Ja. Warte mal, nochmal begabt. Okay. Leb wohl, ich spreche ihn nochmal an. Besonders begabt? Nee, der sagt immer das Gleiche noch. Ist jetzt die Frage, ne? Weil der wird handwerklich jetzt nicht unbedingt was auf dem Kasten haben. Alice, Hallöchen, Alice. Die 18-jährige Alice, hallo. Alice in Wie Borderland. geht es dir? Ich glaube, wir Bastards. kennen uns noch nicht, bla bla. Woran bist du besonders begabt? Ich liebe es, meiner Beute durch das Unterholz. Also nochmal eine Jägerin. Mit irgendwas Schwierigkeiten. Ich bin ein Hitzkopf. Flick- und Bastelarbeiten liegen mir nicht. Mir wäre eine Arbeit lieber, die ich nicht erst jahrelang lernen muss. Ja, die könnte doch Wasser schöpfen. Ja. Soll ich sie mal einladen? Ja. Können wir ja auch wieder rausschmeißen, ne, die Leute. Aber dann tut die gleich platzieren. Ja, ich schaue ja gleich. Alice. So. Verwaltung. Alice. Alice kann. Oh, die kann sogar richtig viel. Die hat im Grunde überall einen Zweier und beim Jagd sogar drei. Warte mal, was ist. Was braucht man nochmal zum Wasserschöpfen? War das Feld? Ich weiß es jetzt nicht, zum Wasserschöpfen. Moment, Oh das Mann, müsste ey, die man haben schon wieder eigentlich. kein Essen mehr, kein Haus, kein. Ach so, weil das ist die Alice, Ja, die ist noch das nicht ist im die, Haus, ne? ja, immer mit der Ruhe, ja? Ja, gut. Ich krieg schon, Ja, ne? kriegst, ja, ich weiß. Produktion nicht eingestellt. Ich meine,
Ein Gebäude zur Rohstoffgewinnung ist es, ist der Brunnen. Das heißt, sie kann nicht durchaus. Ja, sie hätte halt Stufe 2 dafür, ne? Aber gut, das hat sie überall, weil Jägerin braucht man nicht noch. Dann macht Alice jetzt halt den Brunnen. So, Edge. Das heißt, die Alice Brunner wird dann hier zugewiesen. Bestätigen. So, damit hat Alice kein Essen, kein Wasser, kein Holz. Jetzt hat sie. Neuer Dorfbewohner Alice. Wie viel können wir eigentlich noch holen? Dynastiereputation 640. Bevölkerung 7. Oh, Arbeiter 6 von 6. Also das heißt, wir sind jetzt am Ende, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir müssen mal die Reputation erhöhen. Ja, und genau deswegen sollte ich jetzt halt hier... Wohin läufst denn du, Alice? Du läufst in die falsche Richtung. Wo läuft denn die hin? Ach so, die läuft den Weg ja entlang. Oh, den längsten Weg natürlich. Da läuft sie hier außen rum und dann rüber zu uns. Okay. Naja, gut. Hat sie ein bisschen Wanderung vor sich, aber das macht ja nichts. Skauki. Ich gucke jetzt mal, ob ich da drüben den finde mit der Quest. Weil das bringt ja vielleicht Reputation. Pisswetter, ey. Naja, gut, wir haben Herbst, ne? Angelstelle, Hecht, Taube, Ente, oh. Oh. Das Mädchen ist die Quest. Bogdana. Hallo, Bogdana. Alter 9, kann ich dir helfen? Da ist ein Oger in meinem Abtritt. Okay, was ist der Abtritt? Ein Oger? Ein Oger, er sitzt da schon so lange und ich will keinen anderen benutzen. Die anderen stinken alle. Seufzt, okay, in Ordnung, ich sehe nach. Oger gibt es nicht, aber ich kann nachsehen. Keine Sorge, ich bin Ogerster Fachmann für Abtritte, Auftritte und Fußtritte. Ja, das nehme ich. So, da ist ein Oger in meinem Abtritt. Dann gucke ich mal, 13 Meter. Entschuldigung, ich wollte dich nicht anrumpeln, ich wollte nach dem Oger sehen, ansprechen. Du hörst ein paar unangenehme Geräusche aus dem Inneren des Abtritts. Ach so, das ist das Abbot. Ist da jemand? Ich bin hier drin, tut mir leid, dass ich den Abtritt blockiere, aber ich war in großer Not. Geh besser woanders hin, das könnte eine Weile dauern. Verdauungsbeschwerden? Wie hast du das nur erraten? Warte mal kurz. Könntest du mir etwas gegen Vergiftung bringen? Ich flehe dich an. Du brauchst nicht zu flehen, ich helfe dir. Okay, ich brauche ein Gegengift. Habe ich jetzt ein Gegengift gehabt? Ich glaube, ein Gegengift hatten wir nicht, ne? Doch, glaube ich schon. Du bist ja nicht allzu weit weg von meiner Hütte. Du kannst ja mal kurz in die Kiste gucken, wenn du willst. Ja, Moment. Das ist super, weil ansonsten müssten wir einen Alchemie-Schuppen herstellen, dass wir dann das herstellen. Oder ich müsste es kaufen, aber das kostet wahrscheinlich einen Huni. Oh, das sind Eselchen. Stärketrank, Temperaturtrank, Trinktrank, Heile, 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 Heil, unbegrenzten Möglichkeiten. Okay, nee, wir brauchen ein Gegengift. Trank. Was haben wir denn hier für Händler? Hier habe ich den Pferdehändler. Nur mal gucken, was das kostet, weil vielleicht ist es ja gar nicht so teuer. Naja, das ist ja eher Kneipe. Bozena, Servusle, zeig mir mal dein Zeug. Was immer ich brauche, du hast es, ich brauche ein Gegengift und... Hast du nicht, ne? Oder guckst du wieder doof? So ein Huhn, ich hab alles, was du brauchst. Ja, ja, von wegen. Ja, Rona, alles gut. Nee, da wollte ich jetzt eigentlich nicht rein.
So, was haben wir? Da ist keiner mit. Da ist noch irgendwas mit Handel. Aber das ist Schmied. Ja, der hat... Ja, ich will deine Wares sehen, aber der hat nur Werkzeuge und so weiter. Okay, also kein Gegengifttrank. Wir brauchen einen Gegengifttrank auf jeden Fall. Das, ansonsten kann ich diese Quest nicht erledigen. Das heißt, ich müsste nach Klonika oder nach Osteuja. Osteuja hat einen schönen Hafen anscheinend oder sowas, ne? Die haben Stege im Wasser und Häuser im Wasser rüber auf eine kleine Insel. Schaut interessant aus. Okay. Was mache ich dann? Gehe ich jetzt nach Klonika? Wie spät ist es denn? 17:52, da brauche ich dann auch nicht mehr hoch, ne? Blöd. Aber wir müssen die Reputation nach oben bringen. Ist das... Oh, haben die hier eine Mine oder was? Oh, die haben hier eine Mine. Mine, Mine, Mine. Mine, Mine, Mine. Ich kann hier sogar abbauen. Ach was. Ja, die sind hier am Klopfen. Oh, ey, jetzt schaut es toll aus mit den Treppen jetzt und so. Oh. Klasse. Mal gucken, wie tief die sind. Aber ich glaube, das schaut so aus, als wären die schon bei Eisen auch. Eisenader, ja, tatsächlich. Aber es ist halt eine Mine, ne? Also die denen gehört. Okay. Die können wir halt nicht besetzen dann. Ja, nee, das nicht. Außer wir bekriegen sie. Ja, klar, freilich. Gleich mal einen Nachbarschaftsstreit anzetteln oder was? Genau, gleich einen Trupp hinschicken. Fuhrmann. Mitfahrgelegenheit. Boah, Alter, du bist aber teuer. 100, ja, die sind richtig teuer. 140 nach Piastowja. Vergiss es. Da laufe ich lieber. Mir tun die Füße weh. Darf ich fahren? Nein, spar das Geld. Gib's lieber in irgendwelche Dinger aus, um weiterzukommen. Ja, jetzt warte mal, habe ich überhaupt irgendwelche Dinger, um weiterzukommen? Also Speere, ja, zwei Holzspeere habe ich noch. Weil wenn ich nämlich mich jetzt nicht verteidigen kann gegen irgendwelches Ungeziefer, dann ist blöd. Warte mal, wo bin ich denn? Ich muss nach da. Wie weit ist es? 1 Kilometer. Das schaffe ich nimmer vor Einbruch der Nacht. Wie weit ist es nach Hain? 500 Meter. Gerade mal die Hälfte der Strecke, aber trotzdem. Ich brauche da nicht hochgehen, wenn ich nicht... Hallo Hase. Ha, erster Stich und schon hatte ich den Hasen. So, aber Jagdskillung habe ich nicht bekommen, Frechheit. Oh, da ist noch ein Hase. Wir könnten eigentlich Fallen aufbauen, ne? Ja. Sag mal. Mal. Jetzt, ey, ich musste jetzt... Auf den musste ich jetzt 10-mal einprügeln. Bis ich ihn dann endlich hatte. So, dann werde ich hier noch ein bisschen Kräuter sammeln und Pilze. Weil vielleicht... Kann man ja damit... Hast du schon eine Kräuterhütte gebaut? Nein. Vielleicht können wir ja selber den Gegengifttrank herstellen. Ich weiß, da braucht man wahrscheinlich eine Skillung dafür, ne? Boah, das weiß ich nicht mal. Mit Sicherheit. So, ich laufe jetzt halt hier einfach mal quer durch. Ein Alpaka! Nein, das war... Was? Nein, Alpaka. Wildschwein, Wölfe, Hilfe. Ja, aber ich laufe ja auch querfeldein. So finden wir wenigstens auch dann gleich die Jagdgebiete. Was seid denn ihr für Tierchen? Warzenschweine? Nee. Ui, hier geht's runter. Ui, nicht runterfallen.
Ah, das ist der Steinbruch. Dann bin ich ja schon fast zu Hause. Halt, da waren Fliegenpilze. Fliegenpilz, Fliegenpilz. Yes, her damit. Gönnen wir uns. Mal so eine Kappe voll nehmen. Ne? Achso, das ist nichts. So, ich sehe schon unsere Häuser. Ah. Und da ist ein zerrissenes Zelt. Hm? Das hast du aber wahrscheinlich auch schon gesehen, ne? Dieses ja. kaputte Lager hier. Fliegenpilz. Yay. Aber ich glaube, die Kräuterhütte können wir eh noch nicht bauen, ne? Doch. Ich kenne mich nicht mehr aus. Ah, du machst jetzt quasi die Umzäunung für das Abrissgebäude. Ja. Weil man da ja eh nicht bauen kann, okay. Gebäudeproduktion. Die Schmiede hast du schon gebaut. Nee, Werkstatt. Schenkelküche, Näherei. Da bin ich falsch. Ich müsste eigentlich wieder los und Stämme sammeln. Ich ja. habe ja noch welche. Ich habe 11 Stück einstecken. Und ich hatte ja noch 122. Windmühle, Feld, Plantage, Scheune. Ja, gibt es die Kräuterhütte überhaupt noch? Gewinnung ist es wahrscheinlich dann. Da Kräuterhütte 1. Kräuterhütte ist halt wieder so ein Ding, ne? Wo stellt man die hin? Entschuldigung. Ist das nicht eigentlich egal? Naja, es sollten schon irgendwie Kräuter in der Nähe sein, oder? Jetzt warte mal, du bist ja hier am Anreißen von dem Ding. Dann könnte man doch da hinter die Kräuterhütte noch machen, oder? Ja. Warum ist denn das so dunkel jetzt schon wieder? Mach mal das Licht an. Ja. Wow. Hilfe. Hilfe! Was hast du jetzt? Kräuterhütte. Achso, ja, ich hab's Haus dafür so. Dann. Hier im Anschluss an das Lager. So ungefähr mittig, dass es ungefähr parallel steht, dann so nah dran wie möglich. Dann schaut es nämlich aus. Nein, geh doch mal weg, bitte. Mensch, du Hund. Ich war die ganze Zeit, du bist noch voll drin. Achso, weiter, nein, raus, das sehe ich weiter, ja nicht. Weiter, jetzt. Ha! Batz! Ja, so mag ich das. So, genau, so mag ich das. So. Wie schaut da das Haus aus? Das ist zu weit weg, oder? Warte, ich guck. Zu weit weg von was? Von der Kräuterhütte. Nö. Ja. Hätte doch gepasst. So ist gut. Oder? Reiß halt mal an, das sind ja nur ein paar Steine. Für das Podest, du musst es ja noch nicht fertig bauen. Ja, so, cool. Dann kann man den Weg hier verlängern. Passt doch. Ist doch wunderschön, wunderbar. Tralala. Oh, man sieht halt gar nichts, ne? Aber das ist schon ziemlich weit weg vom... Nee, das gefällt mir da nicht. Ich sehe nichts. Wo ist denn der Eingang da? Gefällt mir da nicht. Dann lass uns doch mal schlafen gehen. Gute Idee. Weil das ist ja so nix, absolut nix. Du darfst doch gerne bei mir übernachten, dann musst du nicht so weit laufen. Nee,
ist mir zu gefährlich. Na gut. Ich versuche den Tag zu überspringen. Ja, ich springe immer über die Tage hinweg. Die verschwimmen immer so, ne? Oh, brav, er geht durch seinen Zaun. Das Tor. Das hätte eigentlich doch ganz gut gepasst hier an der Stelle. Weil man kann ja den Weg hier noch weitermachen. Ja, das Haus. Weil hier geht ja der Weg so runter, dass man ins Lager geht. Und dann hier den Weg weiterziehen, dann hätte das doch gepasst mit dem Haus. Mit dem Eingang zur Kräuterhütte hin. Ja, noch ein bisschen hoch zu dir, hätte ich sogar gesagt. Kann man das nur in eine Richtung drehen? Nee. Jetzt wird er zurückgedreht. Noch ein bisschen. Ja, so in die Ausrichtung. Aber dann halt ein bisschen hoch noch zu dir. Sprich mit mir. Zu dir noch ein bisschen. Dreh mal das Gebäude. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Ja, die Richtung hat gepasst, aber zu weit. Es wäre schön, wenn der Weg hier so weitergeht, weißt du? Und das Haus dann an dem Weg so angrenzt. Na, dann mach doch mal den Weg weiter. Mach doch mal den Weg weiter. Oh, den kannst du sogar bis da runterziehen an den anderen Weg. Das ist ja toll. Ja, weil wenn ich jetzt dann so her und dann so gerade runter. So und dann so ein bisschen ums Eck. Genau. Perfekt. Und jetzt das Haus dann. Wenn das hier so entlang dran steht. Das ist genital. Genau da, wo der Baum jetzt im Weg ist, ne? Ja, der ist im Weg. Das Dumme ist halt, den müsste man ausbuddeln, ne? Ja. So wäre okay, oder? Ja, oder so. Wir machen es dahin. Oder da, genau. Ja, das wäre auch gut. Und direkt mit der Treppe am Weg? Ja. Kann man in das Haus auch zwei Türen bauen? Nein. Schade. Aber es ist schon arg weit weg, oder? Von was? Oder wir machen den hier rüber, so. Von was weit weg? Jetzt sag nicht von der Kräuterhütte, das sind 15 Meter. Aber so ist es, glaube ich, cooler, wenn wir dann das Ganze als Grundstück abstecken hier. Ja, in den ganzen Bereich. Geht auch. Aber du kannst das Haus ja trotzdem stehen lassen hier vielleicht. Nein. Dann reiß es weg. So, Kräutertisch. Heiltränke, Stärkungstränke, andere Tränke, vergiftete Munition. Andere Tränke. Gift. Nachtsicht, Tarntrank, unbegrenzte Möglichkeiten. Okay, dann ist es wahrscheinlich eher Stärkungstrank. Nein, Heiltränke dann, mit Sicherheit. Schnell, Heiltrank. Gegengift. Aber war das jetzt, ja, Gegengift einmal, ne? Das heißt, es müsste ich freischalten. Mache ich eiskalt. So, dann gucke ich mal. Eine hölzerne Fiole haben wir auf jeden Fall. Einmal mit Wasser ist kein Problem. Dann hole ich jetzt halt einfach mal alle Kräuter, die es da so gibt, in unserem wunderschönen Lagerhäuslein. Ich glaube, die Lager, die sind ja dann trotzdem zusammengefasst, ne? Ja, die Kisten. Die sind zusammen, ja. Ja. Okay. Pilzenkraut, Distel. Habe ich einen Eimer mit Wasser da? Nein. Gänseblümchen. Johanniskraut. Und Löwenzahn haben wir da noch. Ich glaube, Salz oder sowas brauche ich nicht. Die unreifen Beeren, die können wir ja verrotten lassen, das macht ja nichts. Wegwarte.
Weizenwollgarn, nee. Und diese Holzdingsbums-Fiole, die habe ich da. Da habe ich sie. Mal gucken, ob das ausreicht. Oh, mir gefällt es jetzt schon total brutal. So. Nein, mir fehlt ein Eimer mit Wasser, den habe ich vergessen. Muss nicht zufällig ein Eimer Wasser einstecken? Ja, immer. 30 Stück einstecken. Ja, dann gib mir mal einen. Nee, mach dir selber welche. Ja, mach's dir selbst, sonst macht's dir keiner, ne? Ja, genau.